Yo! So. Also, wir sind hier, es ist Tag 89. Wir sind immer noch am Bauen. Und ich glaube, ich werde Obsidian-Steine verwenden. Obsidian? Obsidian. Obsidian des Grauens. Oh, Abisiana. Abisiana? Ich hatte gerade so einen JavaScript-Fehler. Wir wissen noch nicht, ob die letzten Folge aufgenommen wurden. Aber Fabi meint, es geht. Mal schauen. Naja, also, ne, ich kann nichts so verstehen. Du hast gesagt Garantie. Du hast mir Garantie gegeben. Von der Garantie war nie die Rede. Garantie, ich habe noch nie etwas. Du hast mir Minecraft eine Garantie gegeben. Lebenslange Garantie. Lebenslange. Boah. Wie viel Prozent seid ihr schon fertig mit euren Projekten? Nicht mal 20, glaube ich. Ich mach gerade überall und nirgends. Es ist schon viel. Oh. Schon viel. Ja. Ich habe mir auch zu viel zugemutet. Echt? Aber ich glaube, das passt schon. Das wird schon klappen. Laber. Mal schauen. Ich schaue es gleich von oben an, wie es ganz aussieht. Bestimmt hey Mann, das Wasser schuckt mich weg. Das Wasser schuckt mich weg. Ja. Fabi, du bist voll der Fisch. Ja, das wird eine Pyramide sein. Hammer. So, also die Burg hat auf jeden Fall schon mal Proportionen, sag ich mal. Apropos, Fabi, du kannst nicht zocken. Ich muss doch Kommentar machen, die mal was loschmied. Oh Mann, du Fisch, du kannst nicht. Hey, du kannst nicht Kommentar vorlesen, kann das sein oder was? Ich flieg gleich zu euch rüber und schau, was bei euch so abgeht. Du bist ein Fisch, Alter. Du bist ein Fisch, Alter. I never like, schreibt Fabi. Warst du für Italien? Ah ja, wir haben ja vor kurzem erst darüber gesprochen. Ja, jetzt hat sich wahrscheinlich die Frage erledigt. Ja, Fabio war natürlich für Italien. Sempre Italien, keine Probleme. Böhler Bad Boy. Böhler Bad Boy. Böhler Bad Boy, du bist voll krass. Also um auf so einen Namen zu kommen, muss man richtig krass sein. Böhler Bad Boy sagt, Fabi, schreib einmal / kill Sascha der Beste. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen. Ja, so. Ich muss auch nicht, aber. Wo ist Fabi? Der eigentlich schon so. Hey. Schreib mal rein, Dima. Wo ist Fabi? 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 Nicht da. Boah, was geht bei dem, Alter? Wo ist der? Wo bist du, Fabi? Nicht da. Ich bin nicht da. Ich mach meinen eigenen Weg jetzt. Eigenen Weg? Wieso? Was willst du, Mann, Digga? Ich wollte nur sehen, was du da backst. Backst? Ja. Ich backe nicht, ich baue. Das ist in seiner Sprache, das heißt es. Dinge. Also da drüben gibt es so eine Andeutung von einem Baumhaus, aber ich dachte, das könnte man eigentlich auch nachher alleine machen. Und jetzt bin ich gerade hier in dem Turm und versuche noch ein paar Sachen zu retten. Also damit es einfach schön aussieht und damit man den auch zu Ende bringen kann, weil der ist eigentlich ein schönes Teil. Also ich finde diesen Turm im Himmel schon nicht schlecht, nur man muss ihn halt irgendwie machen. Ja, die verschiedenen Elemente, aus denen er besteht, die sind nicht schön, finde ich. Was meinst du? Ja, das ist doch dieser Turm mit Erde und roten Steinen und oder welchen meinst du? Nö. Nee? Ich meine das Schloss. Hast du ihn verletzt. Andere? Das Schloss meine ich im Prinzip im Himmel. Ach so, der. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwann mein schönes Dinger fertig habe, dann muss das schön harmonisch sein, ne? Verstehst du? Harmonie. Harmonie für Harmonie, das ist mein zweiter Name. Echt? Mhm. Ja, machen wir noch eins größer. Harmonie ist dein zweiter Name, ja? Mhm. Der erste ist Schmock. Ich bin Puff Daddy. Schmock Lebowski. Schmock? Kennst du Big Lebowski? Ich bin Schmock Lebowski. Du bist ja ein übelster Schmocker, Schiss. Was? Ah, ja. Der übelste. Schmock der aller Schmocks. Was ist mit Sascha? Was macht denn der immer noch seinen? Jo, es fängt erst an, Baby. Oh, wallah, Habibi, es fängt erst an. Ich komme hier gar nicht mehr nach Hause. Aber diesen Film habe ich nicht so gecheckt. Knock in Heaven's Door. Also, Fabi denkt nicht weit nach, oder? Kann das sein? Nee. Fabi, du bist voll der Fisch. Du kannst echt nicht zocken. Oh Mann, Fabi ist voll dumm. Warum zockst du überhaupt, ey, wenn du das nicht kannst, hä? Boah, ich will am liebsten aufgeben, aber man darf nie aufgeben. Was für eine Stimme, Mann. Ich schwöre, so eine authentische Stimme, wenn du das machst. Wer? Bei Dima. Ach, der Dima, ja. Ja, ich habe mich sehr intensiv mit YouTube beschäftigt und natürlich mit dem YouTube-Publikum und kam auf den Geschmack. Von den Kommentaren? Ja, unter anderem. Ich bin ein sehr großer Fan von YouTube-Kommentaren, weil die sind sehr unterhaltsam. Ja, ich ziehe sie mir auch immer rein. Aber was ich nicht schön finde, ist, wenn man so Fights aufmacht. Ja, wenn man auch
Ach, anderen gegenüber beleidigend wird. Sprich dich aus. Letztes Mal war es voll süß. Ich weiß nicht, wer da geschrieben hat oder so. Entschuldigung. Nein. Aber auf jeden Fall war das so, dass mein Hals gerade voll am Sterben ist. Ja, ich trink was. Oh, ich bin am Sterben. Trink was einfach. Irgendwas Wasser. Normalerweise müsst ihr aufhören zu zocken und runterrennen und mich retten, Mann. Nee. Ja, aber du redest ja noch. Nee. Mhm. Den Stress gebe ich mir jetzt nicht. So, klar. Ah ja. Ja. Auf jeden Fall haben die sich mal wieder gefightet bei meinen Kommentaren und so. Und dann hat eine geschrieben, oder ich glaube, es war eine, also ich glaube nicht, dass es von einem Typen war. Das hätte ich dem nicht zutrauen können. Der Fabi hat letztes Mal gesagt, hey, wir sollen nicht so viele Ausdrücke schreiben und so. Das war nicht gut. Ja, nee, das ist auch wirklich so. Ich meine, in dem Alter sollte man auch noch wirklich, als Kind sollte man Kind sein und nicht versuchen, in diese Erwachsene-Schiene reinzuspringen. Man wird noch schnell genug erwachsen, glaubt es mir. Ja, klar. Auch wenn meine Stimme sich nicht gerade erwachsen anhört, aber... Im Gegensatz zu meiner? Ich habe auch schon einige Jahre aufzuspringen. Jeder mal pusht sich selber, Mann. Also deswegen müsst ihr auch Fabis Videos gucken, weil... Seine Studios, seine Studios. Seine Studio ist nur in seinem Video zu hören. Meine Stimme. Meine Stimme. Seine Stimme, ja, seine einzigartige, unglaubliche, großartige Stimme. Ist okay jetzt. Dafür gibt's heute Abend schönes Essen, oder? Ja, Mann. Heute Abend mach ich Fisch. Ich war gestern begeistert Warte, Fisch, nein. Boah, Fisch ist geil. Warum nein? Kannst du nicht meine Brüder essen? Der war nicht so. Ne? Ne, weil ich mag voll Fisch. Fisch ist Lachs, du, Lachsfilet ist das noch. Lachsfilet? Nein, so. aber gestern war das schon geil, ich hab's bis zu Knochen gegessen. Gestern haben wir ein historisches Ereignis miterlebt. Was war denn passiert? Was war passiert? Fabi hat Hühnchen nicht zu Ende gegessen. Ja, genau, das war... Allgemein das zum ersten Mal in unserer Geschichte, solange wir Fabi kennen, dass irgendwas nicht zu Ende ist. Erstmal. Und Hühnchen war auch ziemlich lecker. Ich weiß nicht warum, Mann. Dafür gibt es keine Gnade. Ich weiß nicht, aber hier geht es leider nicht auf. Boah, das kotzt mich jetzt an. Ja, ich habe auch keine Ausrede dafür. Ich konnte einfach nicht, ich weiß nicht, was mit mir los war. Es war wie früher, wo ich ein kleiner Mann war, wo ich ein bisschen penibel... Echt? Hast du dich geekelt oder was? Nicht geekelt, ich weiß nicht, Alter. War es dir nicht... Ich habe mir das anders vorgestellt auf jeden Fall. Genug von der Optik her, nicht... Vor allem die Optik hat mich voll... Ich habe mir voll Mühe gegeben, ich habe eine geile Marinade gemacht. Und ich fand das echt schön, weißt du? Ja, und ihr zwei habt es voll gefeiert, aber ich habe mir das... Ja, das ist halt, weil ihr euch nicht vorgestellt habt, wie es eigentlich sein sollte, sag mir mal so. Sollte das anders sein, hast du uns verarscht? Nein, ich habe mir vorgestellt, dass es anders sein soll, aber daran sieht man ja, dass ihr das gefeiert habt, weißt du? Mhm. Der hat sich vorgestellt. Also weniger vorstellen, junge Leute, und einfach reinhauen. Sonst endet ihr so wie ich. Eins. Ich, als ich noch ein kleiner Junge war, hat mich immer geweigert, Fisch zu essen. Allgemein normales Essen, was Mama gemacht hat, habe ich immer gesagt, boah, nee, die sieht so scheiße aus. Kannst du nicht was Schönes machen? Ja. Man sieht ja heute, was aus mir geworden ist. Ja, deswegen würde ich euch empfehlen, zu essen. Viel zu essen. Gesund zu essen, am besten nicht von McDonald's. Was ist aus dir geworden? Ein kleiner Bösewicht. Kleiner Mann. Wie er sich anhört, Mann. Ich muss immer die ganze Zeit dem, wie heißt das, Pinky und der Brain, genau. Boah. Naja, es sei denn, ihr wollt es gerade. Dann kann ich euch noch ein paar Tipps geben. Also ich finde Größe überhaupt nicht also wichtig. Ich auch nicht. Nicht schon. Ich finde eher... Die Ausstrahlung des Menschen ist interessanter. Ja, das ist immer komisch, weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man so selber ist. Also bei vielen gibt's ja Probleme, so mehr oder weniger. Versteht ihr, was ich meine? Jeder Fall. Es gibt keinen Menschen, der komplexfrei ist. Jeder Mensch hat Komplexe. Das ist ja das Krasse. Jeder. Ohne Probleme wäre es auch langweilig, glaube ich. Ja, hat es nichts zu tun oder so, meinst du? Oh, ich hätte schon was zu tun. Es gibt ja immer noch Liegestühle und sowas. Aber was ich pisse fand, da gab es in der Disco ein sympathisches Mädchen, Mann. Mhm. Und ich habe gesagt, Herbert, komm her. Ja, das kotzt mich auch an, aber nicht den. Nein, die hat nicht Herbert gesagt. Aber sie war kurz davor, sie hat gesagt, Herr.
Nein, ich dachte, sie wäre ungefähr so 22 und danach sagte sie mir auf so, die ist 16. Sie wäre 17 und das ist voll ein bisschen mein Alter. Ach, mit 16 in der Disco. Das frage ich mich auch, Mann. Ich bin erst zum ersten Mal mit 17 oder warte, fast 18 war ich, bin ich zum ersten Mal in die Disco gegangen. Aber mit ja, 16. Das ist ja krass, gell? Habe ich auch gesagt neulich. Das ist übel crazy, wie die Mädels da reingehen und keiner merkt das, weil die halt schon sehr, sehr reif und fortgeschritten aussehen. Aber es gibt doch diese Erlaubnis ab 16, dass du die ganze Nacht... Also das war ja nicht schlimm, also es war bei so Kinderdiskos oder so. Ja. Aber das gibt es nicht mehr bei vielen. Ja, ist also super. Früher, ja, man darf mit 16 bis 18 draußen bleiben. Man darf mit 16 bis 18 draußen bleiben. Fabi's Deutsch ist voll für den Arsch. Kannst nicht mal reden, ne, und zocken schon gar nicht. Übler, voll kacke am Nacken. Armonakium habe ich übrigens von Dinger. Von Blutsbrüders. Aber egal. Ja, man, es gibt Diskos, da darfst du bis um Mitternacht dann dort bleiben mit Begleitung und so. Das geht auf jeden Fall. Naja, aber will man das? Mit 16? Ich hätte schon ein bisschen Angst als Frau. Mit 16? In eine Disco? Wo ganz viele Fremde, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, aber ehrlich, auf der Suche nach Fleisch sind. Mhm. Du Scheiße. Ja, aber 16 ist zu jung. Das ist traurig, aber zu jung. Ab 18 fängt es an. Ja, und also, mit 19 endet es. Manche machen mit 19 Babys. Oder 18. Ja. Standard. 20, 19. Naja, wenn man das Kind will, ist es ja nicht schlimm. Die meisten machen das nur mit 18 und wissen nicht mal, wohin damit. Echt? Das ist dann ein bisschen schade. So eine Art Wunschkind. Ja, zuerst Wunschkind, dann Bunde, aber soll ich damit machen, ey? Schreib lieber Kommentar auf YouTube, Fabi, du kannst nicht zocken, ey! Aber sowas gibt's auch bestimmt! Ja, na klar! Ja. Es gibt alles auf der Welt. Zum Glück bestimmt. Und leider, ja. Ja. Leider oder zum Glück, je nachdem. Das hat was. Zum Glück und leider zugleich. Ja, also es hat positive Aspekte natürlich, und aber auch negative. Ja. Und die negativen sind manchmal gar nicht so schön. Weil es negativ sind. Nein, du bist so ein Fuchs. Du bist so schlau, ey. Und vielleicht so fahren du. Du bist so schlau, Alter, das ist genial. Sowas liebe ich. Echt? Klar, das ist das Beste, Mann. Das ist lebendig. Das ist das Beste, Land, Morak. Amenakem. Du bist voll Fuchs, Alter. Du schiebelst der Fuchs, Amenakem. Aber du brauchst auf jeden Fall Manager. Ne? Manager, ist wichtig. Manager. Wer war das nochmal? Ich vergesse immer den Namen. War Alpagan. Alpagan, best. Ich auch schon gesehen, Blutsbrüders. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Ja, habt ihr das jetzt danach angeschaut? Wird uns interessieren, wie ihr denn fandet. Wir fanden ihn jetzt nicht jetzt so besonders gut. Nee. War schon okay, aber jetzt nichts Großartiges, leider. Leider, wie er immer wieder so übertreiben musste. Ja, von Sido habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Okay, ich habe von dem Film eigentlich nicht viel erwartet, weil es ein deutscher Film ist. Mhm. Ja, obwohl es viele Möglichkeiten, auch Geld gibt, um Filme zu produzieren in Deutschland, gibt es leider nicht so viele gute Filme. Gestern haben wir auch versucht, einen anzuschauen. Ist auf jeden Fall ein Kultfilm. Knocking on was? Knocking on Heaven's Door. Store. Ja, aber es ist sehr, sehr billig produziert. Und ja, aber das hat nach einer ziemlich krassen Nachmache von Pulp Fiction und... Ja, sowieso. So, auch noch ein bisschen von Dumm und Dümmer. Aber schau, wo die Jungs jetzt heute sind. Ja, das hat ja nichts mit den Jungs zu tun, nicht mit den Schauspielern. Die spielen einfach die Rollen. Aber dass die Idee geklaut ist, ist halt nicht unbedingt schön. Haben sie ja auch nicht ausgedacht, die Idee. Ja, aber das ist ja nicht 1:1 geklaut. Das wurde vielleicht sind die inspiriert worden. Ja, aber ziemlich stark, wie es aussieht. Hier sind überall Wege, Sascha. Hast du es gemerkt? Welche Wege? Ja. Was geht denn hier? Alles ich wollte deinen Baum sehen. Wie weit bist du von mir entfernt? Den Baum kannst du gerne anschauen, aber da mache ich schon seit gefühlten 500 Stunden nicht mehr weiter. Brauchst du Hilfe? Bei dem Baum? Nein, du machst so Geräusche. Ich dachte, du stirbst vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht sterbe ich. Tut mir leid, dass ich so komische Geräusche mache. Bisschen anders, weißt du? Ja. Ich dachte, der Typ von Star Wars ist wieder lebendig geworden. Dieser große Frosch.
Jabba. Jabba. Er hat bestimmt solche Geräusche auch gemacht.